Sie ist eine tolle Sportsfrau, sie ist ein starker Rückhalt zwischen den Pfosten. Sie ist Deutschlands beste Handballerin des Jahres 2012, Katja Schülke. Die Leser des Fachblattes Handballwoche vergeben den würdevollen Titel erstmalig an die Torfrau vom HC Leipzig. Damit reiht sich die 28-Jährige in einer Reihe mit Franziska Mietzner, Clara Woltering und Grit Jurak ein. Mit ihrer starken Leistung hat sie auch ihre Kollegen überzeugt. Katja ist eine hochintelligente Torhüterin, also das ist schon Wahnsinn, was sie da im Tor macht. Sie spielt mit und das macht richtig Spaß, mit Katja zu trainieren. Katja ist auch als Mensch ist sie eine tolle Frau. Was immer zu Katja hingehen und dann hilft sie und sie ist ein ganz lieber Mensch. Wir wissen, wenn wir hinten im Tor stehen, haben immer die letzte Garantie und für mich im Training oder generell im Training natürlich gegen so eine Weltklasse-Torhüterin auch in jedem Training aufs Tor werfen zu dürfen und sich zu messen, ist natürlich immer wieder eine super Herausforderung und macht natürlich riesig Spaß. Sportlich wollte ich sagen, dass die alles macht, um aus ihrer Sportkarriere alles rauszuholen. Geboren in Frankfurt-Oder beginnt Katja Schülke ihre Karriere beim FHC. 2008 wechselt sie von der Oderstadt zum Handballclub in Leipzig. Nach nur einem Jahr wird die Torfrau zum Kapitän, gibt ihre Erfahrung an ihre Kolleginnen weiter. Als Pokalsiegerin und dreimalige deutsche Meisterin hat sie schon einige wichtige Titel eingefahren. Die erstmalige Auszeichnung zur Spielerin des Jahres kommt für sie dennoch aus heiterem Himmel. Ja, die kam schon ziemlich überraschend, weil ich selber gar nicht wusste, dass diese Wahl zu diesem Zeitpunkt ist und dass sie eben am, weiß nicht, Freitag endete. Ich habe gestern einfach Glückwunsch-SMS bekommen und wusste gar nicht so richtig, warum eigentlich. Und es freut mich natürlich sehr. Wenn sie gerade nicht auf der Platte steht, genießt Katja Schülke ihre Freizeit. Sie hört gern Musik und spielt Squash. Sie geht gern einkaufen und liebt Kaffee. Außerdem studiert sie Deutsch und Sport auf Lehramt. Im Herbst 2013 möchte sie mit dem Staatsexamen fertig sein. Ihr Vertrag beim HCL läuft bis 2014. Was danach kommt, lässt sie offen. Ja, das weiß ich jetzt noch nicht. Also bis 2014 ist noch eine lange Zeit. Da haben wir erstmal noch die Saison und dann die nächste. Und was dann passiert, da werden wir uns dann schon zusammensetzen. Ich kann jetzt sagen, dass Leipzig auf jeden Fall mein erster Ansprechpartner ist. Ich fühle mich hier sehr wohl, sowohl sportlich als auch menschlich. Die Stadt bietet sehr viel. Aber was 2014 ist, das werden wir dann sehen. Der Januar mit den vielen Punktspielen war sehr stressig. Die 88-fache deutsche Nationalspielerin fühlt sich dennoch wohl in Leipzig. Dazu trägt sie selbst bei, denn Katja Schülke achtet darauf, dass sie den Spitzensport, das Studium und ihre Freizeit unter einen Hut bekommt. Ja, das kommt nicht zu kurz. Natürlich braucht man einen verständnisvollen Partner oder eine verständnisvolle Familie, aber die wissen ja alle, wie viel man dafür gekämpft hat, wie viel man da reingibt und geben auch viel Herz und Feuer mit rein. Und deswegen kann man das eigentlich sehr gut alles miteinander verbinden.